So, meine Freunde des guten Essens. Jetzt möchte ich euch mal was zeigen. Und zwar, ich habe von letztem Jahr mir einen schönen Speck gemacht. Und zwar von der Wollspecksau. Die habe ich von einem Arbeitskollegen bekommen. Der hat jetzt die Tüte aufgeschnitten. Tue jetzt da raus. Ihr könnt jetzt das einmal sehen. Das war jetzt gutes Jahr, war das jetzt eingepökelt. Wenn jetzt wieder welche fragen, wie hast du das gemacht? Ich habe nur Salz, Meeressalz und Pfeffer, je nachdem, wie man es halt mag. Der andere mag es jetzt schärfer oder nicht so scharf. Pfeffer aus der Mühle oder Chilischoten oder getrockneten Chili, je nachdem. Wie ihr es halt mag, der kann es da so drüber tun. Es war jetzt ein Jahr drin, so schaut das aus. Schneide ich da mal ein bisschen was auf. Ich habe zwar da jetzt links neben mir so eine gute Wurstmaschine und ich schneide es aus. Seht ihr das? Ganz fein. Oh, 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 oh. Dann so ein Stückchen mal da zum Testen. Ja? Ich sage euch was. Der Geschmack ist traumhaft. Oh. Sehr gut. Da habe ich mir jetzt einen Teller hergerichtet. Und werde jetzt mal noch ein paar Scheiben draufschneiden. Zu viel natürlich nicht, weil es ja auch wahnsinnig fett ist. Aber es schmeckt halt natürlich halt saugut. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber. Also schön richtig kernig ist es zum Schneiden. So, sehr schön. Jetzt lege ich mir das da so schön her, das tue ich mir da so ein bisschen schön herrichten. Dann habe ich da drüben noch, wo ich das jetzt dann esse, habe ich mein Brotzeitmesser. Hier auf der Seite, da tue ich mir noch zwei schöne Gurken drauf oder drei, je nachdem. Vielleicht hole ich mir da noch eine. Und eine schöne Brezel jetzt dazu. So schaut das aus. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Bis demnächst, euer Albert. Für's euch.